Mit einem großen Festakt feierte die Silvertha Seilbahn AG am 19. April 2015 die Einsegnung ihres neuesten Schmuckstückes, der 3S Paratsch-Gradbahn. Prominenz aus Politik und Wirtschaft waren der Einladung gefolgt und wohnten der Einweihung durch Domdekan Willibald Harrer und Pfarrer Michael Stieber bei. Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Alois Stöger und Landeshauptmann von Tirol Günther Platter waren voll des Lobes für Ischgl und die Silvertha Seilbahn AG. Ja, wieder eine neue Dimension, so wie wir das eigentlich in Ischgl gewohnt sind. Da merkt man schon, was da für fleißige Leute am Werk sind, damit man sich das eigentlich alles leisten kann. Und ja, wie es halt in Ischgl üblich ist, Weltrekord mit dieser 3S-Bahn, eine Überwindung des Höhenunterschiedes von 1251 Meter. Wenn man sich das da anschaut, auch von der Architektur her und von der Technik, ist es wirklich einzigartig. Und ich bin der Überzeugung, dass tausende Menschen, zigtausende Menschen eine große Freude haben mit dieser neuen Infrastruktur. Und so möchte ich vom offiziellen Land Tirol aus gesehen sehr, sehr herzlich gratulieren. Also ich bin ja dreimal stolz. Ich bin stolz als Verkehrsminister, dass hier die Seilbahnwirtschaft eine Leistung erbringt, die der Verkehrsleistung einer Millionenstadt entspricht. Das ist eine tolle Leistung. Das zweite, als Innovationsminister bin ich stolz dafür, dass hier Innovationen gerade in Design, in der technischen Ausgestaltung stattfindet. Und als Technologieminister freut mich ganz besonders, dass hier modernste Technologie in einer Qualität von Weltmarktführerschaft vorhanden ist und dass das den Gästen hier angeboten wird. Bei all der Feierstimmung blieb aber auch Platz für kritische Stimmen in Richtung Politik. Es ist natürlich, wenn unser Pfarrer gesagt hat, unsere Gäste sind high, wir sind manchmal down, wenn aus den Reformen Belastungen werden, aus unserer Natur, Natura 2000 werden soll, so kann es nicht sein und so darf es nicht sein. Es gibt einen Anwalt, zwischenzeitlich fast für jeden Frosch, für jeden Vogel, für jeden Halm. Es scheint, dass sich die Politik hier ein zu enges Korsett verpasst hat und kaum noch richtig Einfluss nehmen kann. Letztlich sollten aber immer noch unsere gewählten Vertreter die Richtung bestimmen. Tirols Landeshauptmann sieht das ähnlich. Ja, man muss einmal ganz deutlich eines sagen, gegenüber jenen, die glauben, dass da alles nur mal geschützt werden muss, dass wir nur durch den Tourismus den jungen Leuten eine Zukunftsperspektive bieten können. Und so haben wir also eine Belebung in den Tälern, Orten und Weilern. Natürlich gibt es ein paar Punkte, die einfach einerseits von der Europäischen Union vorgeschrieben werden. Das ist die Natura 2000, wo wir aber trotzdem aufpassen müssen. Vielleicht findet man noch einen gemeinsamen Weg, damit letztendlich nicht die Europäische Union anschafft, was hier sein soll. Aber etwas wird man tun müssen, sonst haben wir ein Vertragsverletzungsverfahren und von Brüssel aus wird entschieden, was in Ischgl stattfindet. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir werden mal schauen müssen, welchen Weg man geht. Ich bin natürlich auf der Seite dieser Leute hier. Und das zweite, ein Ärgernis ist die Steuerreform, dem Grunde nach in Ordnung. Die Entlastung des Faktors Arbeit, das ist in Ordnung, das ist gut so, aber nicht zu Lasten einer Branche. Mit dem Thema Mehrwertsteuererhöhung, mit dem Thema Grunderwerbsteuer, Abschreibung und wenn ich auch die Allergenverordnung hernehme und andere Verordnungen, das ist einfach zu viel. Und ja, leider Gottes kann ich nicht selber entscheiden, aber ich bin heute schon wieder unterwegs Richtung Wien, mache Lobby mit den drei Landeshauptleuten von Vorarlberg und Salzburg gemeinsam und da wird man schauen, dass man, was man machen kann, aber entschieden wird es in Wien. Aber ich weiß, was ich zu tun habe, mich voll einzubringen, weil das wäre ja Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, wie toll das alles funktioniert und die Leute müssen eine Freude haben, ein Tourismusunternehmen zu führen. Man darf ihnen diese Freude nicht geben. Ja, ich versuche einmal alles. Im Rahmen der Feierlichkeiten nutzten die zahlreichen Besucher den Festakt für eine Besichtigung der Anlage und anschließend für eine gemeinsame Auffahrt, bei der sie sich selbst vom hohen Komfort und der innovativen Seilbahntechnik der neuen Dreiseilumlaufbahn überzeugen konnten. Ja, es ist jetzt mal wieder ein Traum und die Paratsch Grad, das ist Nonplusultra, war mit einem Seilbahnbau und ich denke, das wird es auch viele Jahre bleiben. Und das erfüllt dann einfach als Österreicher, erfüllt dann das Stolz, dass die tollste und beste und vom Design her, von der Technik her, von der Geotechnik her, anspruchsvollste Seilbahn wieder in Österreich steht, in Ischgl steht. Und das ist einfach der Leuchtturm überhaupt am Seilbahnhimmel, wahrscheinlich für viele Jahre. Und ich kann Ischgl dazu nur gratulieren. Das erfüllt einen natürlich auch mit Stolz, dass es eine österreichische Firma ist, die dieses Produkt erzeugt hat, die Technik bereitet hat
Egal wo man hinkommt auf der Welt, Doppelmayr ist einfach die Firma hier auf der Welt. Ich glaube, das ist die Skigebiete, der Wintersport und der Doppelmayr, das sind zwei Highlights, die Österreich international bekannt machen. Und das ist großartig. Und Ischl kann man natürlich noch einmal gratulieren zur Mannschaft von der Silvretta-Bahn, die wirklich die Software dieses Skigebietes sind. Und an deren Spitze der Hannes Barth, der hier selber Geschichte schreibt. Wie das so ist mit dem Geschichteschreiben, steckt dahinter stets jahrelange harte Arbeit. Wie viele Nerven gingen beim technischen Vorstand Markus Walser während der Bautätigkeit flöten? Ja, flöten geht auch einiges. Meine Frau hat mir im Herbst einmal gesagt, jetzt kannst du dann nicht gleich das Zimmer draußen nehmen bei der Baustelle und quartierst dich dort ein. Klar, sowas zerrt, aber im Prinzip hatten wir wirklich ein Spitzenprojektteam. Das gesamte Projekt ist ja doch über 4,5 Jahre hinweg eigentlich entstanden. Wenn man sich vorstellt, die ganzen Genehmigungsverfahren sind im Zuge für ein Seilbahnprojekt doch sehr aufwendig. Es gibt auch naturschutzrechtliche Genehmigungen, seilbahnrechtliche Genehmigungen, die einzuholen sind. Man bedarf einer Konzession, man bedarf einer sogenannten elektrizitätsrechtlichen Bewilligung und so weiter. Das ganze Ding ist im Vorfeld dann sehr, sehr gut abgelaufen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Einvernehmen eigentlich mit der Behörde, mit allen befassten technischen Amtssachverständigen. Da hat das wirklich top funktioniert. Der Bau dann gleich im Juni 2013 ist im Prinzip mit unserem anderen Meilensteinprojekt der B2-Gronda gemeinsam erfolgt. Es waren dann schon das Jahr 2013, insbesondere auch der Herbst dort, sehr anstrengend. Und dann mussten alle Vorkehrungen so getroffen werden, dass die Vierer-Rheinseil-Umlaufbahn noch einen Winter in Betrieb sein konnte. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und dann im vergangenen Sommer und Herbst einfach dann, im Prinzip hat jeder gewusst, es gibt nochmal Vollgas. Die Vierer-Rheinseil-Umlaufbahn war abgetragen. Es wusste jeder, bis zum Saisonopening Ende November bedarf es einer neuen Anlage und die muss einfach fertig werden. Das hat schon sehr gezerrt. Wenn man denkt, wir hatten doch an der Spitze knapp 270 Beschäftigte an dem ganzen Bau los, ob es jetzt entlang der Strecke war, in der Berg- oder in der Talstation oder für einen Seilzug. Ich erinnere mich gerne an den Seilzug, der hat zum Beispiel 9 Wochen in Anspruch genommen, war im Prinzip ein sehr aufwendiges Ding, weil wir in vielen Bereichen keine Rodung durchführen durften, mussten die Seile über die Baumwipfel hinweg ziehen. Im Großen und Ganzen ist alles nahezu unfallfrei verlaufen, was auch nicht selbstverständlich ist bei so einem großen Volumen. Und da muss man wirklich mal den Betriebsleitern und Bauleitern großes Lob und Dank aussprechen, dass das so funktioniert hat. Und dann eben die Anlage Ende November termingerecht den Fahrbetrieb aufgenommen hat. Aber die Mühen haben sich gelohnt. Ja, ich glaube, das ist schon ein ganz besonderer Tag. Es ist auch keine ganz besondere Bahn. Wie ich auch gesagt habe heute schon, man wird so etwas auf weltweit in ähnlicher Form kaum finden können. Die Anzahl der bereits beförderten Personen kann sich sehen lassen. Wir haben sehr viel positives Echo von unseren Gästen bekommen. Nicht umsonst haben wir auch jetzt schon über 1,1 Millionen Personen damit befördert. Und es ist eben das Fahrerleben, es ist eine sehr ruhige Bahn. Auch bei großen Windstärken geht sie kaum aus dem Gleichgewicht. Also es ist schon auch eine große technische Leistung, was hier gemacht wurde. Selbstverständlich bewies die Silvretta Seilbahn AG zum Abschluss eines gelungenen Festes, dass sie nicht nur die Technik im Griff hat, sondern sich auch auf Kulinarisches versteht.